Hallo Leute, ich bin's Molesting Betty und ich erzähle euch heute etwas zum Thema entzündete Piercings. In der Regel verheilen frisch gestochene Piercings ganz gut, in Ausnahmefällen kann es aber natürlich zu Problemen kommen, dabei stehen Entzündungen natürlich oft an erster Stelle. Woran merkt man jetzt, dass ein Piercing entzündet ist? Dadurch, dass Piercings nach dem Stechen oft erstmal gereizt sind oder für einige Tage Schmerzen verursachen, kann man nicht sofort sagen, ob irgendwas falsch läuft mit der Wundheilung. Es gibt aber eindeutige Anzeichen, woran man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Dass es nach dem Stechen oft zu Nachblutungen oder leichten Verkrustungen kommt, ist absolut normal. Sollte das Bluten oder sogar Eitern mehrere Tage anhalten, so sollte man sofort Gegenmaßnahmen einleiten. Strahlt das Piercing außerdem Hitze aus und es ist ein pochender Schmerz zu spüren, ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Wundheilung nicht glatt verläuft. Sollte sich euer Piercing also tatsächlich ein wenig entzündet haben, so gibt es verschiedene Hausmittelchen, aber auch Piercing-Pflegeprodukte, die ihr benutzen könnt, um dem Heilungsverlauf ein bisschen entgegenzuwirken. Sieht man nach 4 bis 5 Tagen trotzdem keine Verbesserung, so sollte man sofort einen Piercer oder eben den Arzt aufsuchen. Ein gut bewährtes Hausmittel ist natürlich der Kamilletee. Er ist günstig und in jedem Haushalt zu finden. Ihr reinigt also eure Hände mit Desinfektionsmittel, nehmt ein Wattestäbchen und tupft es in den abgekühlten, aber frisch gebrühten Kamillentee und betröpfelt damit euer entzündetes Piercing. Das sollte man in der Regel 3-mal am Tag machen. Dabei sollte man beachten, das Piercing weder zu berühren noch hin und her zu bewegen. Zu kaufen gibt es außerdem die Pflegeprodukte von Prontolint. Diese sind einmal das Desinfektionsspray, aber auch ein Gel, welche in Kombination ebenso 3-mal am Tag angewendet werden sollten. Ein entzündetes Piercing sollte in keinem Fall rausgenommen werden, da es sofort zuwächst und die Entzündung dabei in der Haut gefangen bleibt und es dadurch zu Abszessen, aber auch zu Eiterblasen kommen kann. Damit es gar nicht erst zu Entzündungen kommt, sollte man natürlich 3 wichtige Punkte beachten. Der erste wäre, sucht euch euer Piercingstudio genau aus. Sieht das Studio sauber aus? Arbeitet man dort hygienisch? Kann der Piercer all eure Fragen beantworten? Wenn ihr diese Fragen nicht mit Ja beantworten könnt, dann dreht euch um und sucht euch ein anderes Studio, denn das Risiko, sich eine Entzündung einzuholen aufgrund des falschen Studios, ist viel zu hoch und ist ein Risiko, was man nicht in Kauf nehmen muss. Der zweite Punkt ist natürlich, fragt euren Piercer, was er für Material einsetzt. Sagt er euch, dass er PTFE oder auch Titan benutzt, dann seid ihr bei dem richtigen Piercer, denn das sind die bestverträglichen Materialien, die Entzündungen und Allergien vorbeugen können. Zuletzt sollte man außerdem darauf achten, dass der Piercer beim Stechen einen Stab einsetzt, der lang genug für das frisch gestochene Piercing ist. Es kann nämlich immer zu Schwellungen kommen, ist also der Stab zu kurz, so ist eine Entzündung fast garantiert. Wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr gerne auf den Flechthandel-Shop vorbeischauen. Dort gibt es nämlich einen Artikel zum Thema entzündete Piercings. Dort ist alles nochmal zusammengefasst, was ich gerade gesagt habe. Hier findet ihr den Link. Also, ich freue mich und bis bald.